Die Maiden Monsters haben sich vorgenommen, die neuen Superstars im internationalen Pop-Himmel zu werden. Am 23. und 24. Mai rocken sie live auf dem Ballhofplatz. Mein Kollege Benjamin Perner hat sich die Gruppe einmal in ihrem superschicken VIP-Bus für sie angeschaut. Jetzt noch schnell schick gemacht, kurz vor dem großen Auftritt. Das Jugendzentrum Saalkamp bekam letzten Donnerstag ganz großen Besuch von einer sehr erfolgreichen Band. Den Mitgliedern ist es sehr wichtig, ihren Fans nah zu sein, und deswegen gab es nicht nur eine Autogrammstunde, sondern für H1 sogar ein Interview. Das hat sich jetzt alles ziemlich schnell entwickelt. Heute Auftritt vor Kamera, das kommt ins Fernsehen, Pressekonferenz, Interviews und so weiter. Wie ist das Gefühl? Ja, es ist ein schönes Gefühl, für unsere Fans da sein zu können. Und wir finden es schön, dass alle so zahlreich erschienen sind. Alles klar, das hat sicher auch Zeit gekostet, in so kurzer Zeit so viel auf die Beine zu stellen. Wie bringt ihr das alles unter einen Hut mit Schule, Freunde, Eltern, und was halten die davon? Ja, unser Tag wird sehr gut von unserem Manager geplant. Und sie macht das halt irgendwie, dass wir für alle irgendwie Zeit haben. Selbst Schule hast du bestimmt vergessen. Die harte Arbeit, die dahinter steckt, wurde auch von den Fans bejubelt. Ich habe an meiner Schule, der Ada-Lessing-Schule im Schulzentrum Bodfeld, die Erfahrung gemacht, dass eine Förderung durch Profis unglaublich viel bringt. Ganz viel Stolz, viel Spaß und Mut zum Auftreten und tolle Sachen machen. Und heute habe ich das hier erlebt, dass die, die hier mitgemacht haben, auch von Profis gefördert wurden und aufgetreten sind. An meiner Schule haben wir ermöglicht, dass die richtigen Profis, die Maiden Monsters, auftreten konnten und dass sie ordentlich Werbung machen konnten für diesen Workshop. Und ich freue mich sehr, was dabei rausgekommen ist. Ja, also ich habe viel ermöglicht, ne? Also wir beide haben unsere Mutter viel Sachen gekauft. Und wir haben auch unsere Lehrerin so ein neues Auto gekauft und so, weil sie hat uns das alles ermöglicht. Ja, das wollte ich... Ja, mal loslassen. Hier haben wir noch zwei Stars der neuen Nachwuchsband. Wir haben die Ehre, euch zu interviewen. Gibt es irgendwelche Vorbilder oder irgendwelche Personen, die euch beeinflusst haben? Ja, Rihanna und Britney Spears. Britney wäre bestimmt stolz auf euch. Macht weiter so und viel Spaß noch bei eurer Aftershow-Party.